Gut. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, da ist der Kaminobjekt gewesen. 5 brauchen wir nur noch. Schön. Hier gab es auch, glaube ich, noch irgendein Kaminobjekt gelagert. Ja, eigentlich kann ich jetzt das Spiel auch noch zu Ende aufnehmen, weil wir sind so gut wie durch. Okay, eins nach dem anderen. Was muss ich, oder jetzt, was möchte ich jetzt erstmal machen? Genau, erstmal wieder kurz zur Werkstatt. Und hier brauchen wir die Blaupause. Genau, und haben ein diamantenes Schloss bekommen. So, dann müssen wir nochmal kurz zur Leichenhalle. Und hier war das. Müssen wir das dritte und ich glaube, das ist auch das letzte Schloss. Genau, ein goldenes Schloss bekommen. Und jetzt bekommen wir auf jeden Fall das Artefakt. Das ist nämlich auch unser vorletztes, was wir bekommen. Ja, ich weiß, ich habe da ein... Oh, Moment, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich hier auch ein Wimmelbild wieder freigeschaltet? Nein, okay. Also nur hier. Aber das mache ich jetzt gleich, weil ich möchte jetzt erstmal das Artefakt haben. Erstmal die zwei Maskenhälfte. Genau, und hierfür brauchen wir nämlich die Schlösser. Einmal das silberne Schloss, das Diamantschloss und einmal das goldene Schloss. Und bekommen einen ganz besonderen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel sollte ich jedes Schloss öffnen können. Der Generalschlüssel, genau. Also mit dem können wir eigentlich wirklich alle Truhen, die jetzt ein Schlüsselloch beinhalten, einsetzen. Also wir brauchen als Gegenstand jetzt keinen Schlüssel mehr. Und da haben wir ein Wimmelbild. Pfeil, Puppenkopf, Skorpion, Streichhölzer, Blumentopf, fertige Schnitzerei, Einhorn, rostiger Becher, verweckte Blätter, Schöpfkelle, Teller mit Stern und eine Sanduhr. Alles klar. Ein Pfeil, der ist dort. Ein Puppenkopf. Ein Puppenkopf, der ist dort. Ein Skorpion. Streichhölzer. Ein Blumentopf. Da? Nee. Da, wo ist der denn? Wo ist der Blumentopf? Hier vielleicht? Tatsache. Lol. Fertige Schnitzerei. Ah, da brauche ich hier das Messer und hier muss ich das schnitzeln. Ein Einhorn. Das ist dort. Ein rostiger Becher. Nee, ah nee, das ist ein Kelch, kein Becher. Ja, da. Verweckte Blätter. Na, wo sind die denn? Da? Okay. Eine Schöpfkelle. Oh Gott. Da. Nee, aber da. Teller mit Stern. Da ist der Teller. Wo ist der Stern? Da. Und eine Sanduhr, die wir noch benötigen. Sanduhr? Wo bist du? Da. Ein Miniaturhut dort. Perfekt. Gut. Ich überlege gerade. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, ob ich irgendwo wieder Wimmelbilder freigeschaltet habe. Nicht. Da ist, glaube ich, auch nichts mehr. Hier im Stall. Auch nicht. Aber Momentchen mal. Hier war doch eine verschlossene Truhe. Genau. Da haben wir den zweiten weißen Kristall. Hier war keine verschlossene Kiste. Nee.
Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier war aber auch keine, oder? Nee. Gut. Und hier ganz am Anfang war auch keine. Nee. Dann können wir hier weiter uns umschauen. Man kann ja auch gucken, ob ich hier irgendwo noch Wimmelbild freigeschaltet habe. Sieht aber nicht danach aus. Aber hier beim Anwesen war noch eine verschlossene Kiste, das weiß ich. Und zwar da. Genau. Buch der Karten. Ah ja, und da haben wir noch ein Wimmelbild freigeschaltet. Schwarzer Aschenbecher, Handfigur, ist Quatsch, was lese ich da? Eine Hundefigur, ein Stier, ein Cricketball, eine Pistole, Zauberkugel, Füllfederhalter mal wieder, König, Taschentuch, Sanduhr, komplette Lok und 5 Murmeln. Schwarzer Aschenbecher, eine Hundefigur, ein Stier, da oben, ein Cricketball, Pistole, eine Zauberkugel, da muss ich aber was machen. Ich glaube, da muss ich die Spitzhacke nehmen. Genau, da war die versteckt. Ein Füllfederhalter, also ein Füller. Ein König, die Schachfigur ist gemeint. Ein Taschentuch, da oben. Eine Sanduhr. Mal wieder eine Sanduhr. Hä, wo sind die? Ach, da oben. Na, eine komplette Lok. Da haben wir ein Teil und da haben wir die Lok an sich und 5 Murmeln dort. Sterne-Emblem. Oder Sternemblem. Ah ja, perfekt. Dann können wir... Moment mal, hier müssen wir die Flächen einsetzen und hier können wir das Schloss aufschließen. Fällt mir gerade nur so nebenbei ein. Aber an sich gibt es hier noch ein interessantes. Doch. Gemäldefragment 2. Okay, also gibt es anscheinend noch mehr davon. Ich kann das fast ohne einen Zapfhahn nicht anzapfen. Was du nicht sagst. Okay, also können wir da noch nichts Großartiges machen. Stimmt, in der Leichenhalle. Okay, da ist noch ein Bild. Da haben wir ja auch noch was freigeschaltet. Und da gibt es auch noch eine Truhe oder ein Schloss. Buch des Gifts. Schubladenschlüssel, Kompass, Blechtasse, Spazierstock, Gießkanne, lachende Puppe, kaputte Kette, graviertes Kreuz, Teleskoplinse, Skeletthand, genähter Stoff und eine Goldmünze. Ein Schubladenschlüssel. Da. Ein Kompass. Wo bist du denn, Kompass? Zeig dich. Na Kompass, wo bist du denn? Bist du der Kompass? Nee, du bist eine Uhr. Da ist der Kompass. Eine Blechtasse. Nee, das war die Teleskoplinse. Da. Und war die Gießkanne, scheiße. Wo ist die Blechtasse? Nee, du bist keine. Hä? Blechtasse? Nee, das war das gravierte Kreuz. Hä? Wo ist die Blechtasse? Da. Ich bin blind. Ein Spazierstock. Der ist dort. Eine lachende Puppe. Da ist der Mund und da ist die Puppe. Und somit lacht sie. Eine kaputte Kette. Dort. Eine Skeletthand. Dort. Genähter Stoff. Da ist Nadel und Faden und da ist der Stoff. Und eine Goldmünze. Leuchtende Kugel. Wieder. Oh, da ist ein Drache. Na cool, cool. Geil, geil, geil. Genau. Erstmal hier wollte ich den Stern einsetzen. Ah ja, da haben wir einen Zapfhahn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
So, ich überlege gerade, jetzt will ich erstmal die Bücher, glaube ich, am besten loswerden. Moment mal, wo waren das jetzt nochmal? Ah ja, im Glockenturm, ne? Ja, genau. Da muss ich die einsetzen jetzt. So, Buch des Rattenfingers. Da. Buch der Ratten. Buch der Karten. Und Buch des Gifts. Und jetzt können wir hier hindurch. Dynamit. Warum hat der Adjutant all das Dynamit gelagert? Ja, weil er den Glockenturm vielleicht zerstören will. Ah ja, hier brauche ich hier diese Gemäldefragmente, aber da brauche ich, glaube ich, ein oder zwei mehr. Ein Miniaturzauberstab. Sehr gut. Ah ja, da müssen wir die Ratten skulptieren. Der Adjutant stammte aus einer Zigeunerfamilie, welche der Herzog und andere verfolgte. Er plant, sie allsamt auszulöschen. Doch wie? Ja, mit Hilfe der Ratten. Es gibt keine Gerechtigkeit. Der Tod meines Volkes muss gerecht werden. Ich werde den Herzog und seine Lakaien auslöschen. Oh. Gar nicht gut. Vertuschung aufgeführt. Herzog massakrierte Zigeunerlager. Kein Gericht will ihn anklagen. Lol, das ist ja unfair. Jetzt kann ich auch den Rattenfinger verstehen. So, da haben wir den dritten weißen Kristall. Das ist gut. Einer fehlt uns noch. Okay. Dann können wir auch erstmal wieder zurückgehen. Ah ja, da ist noch ein Bild. Ein Lotusblatt, Brille, Gießkanne, kurzer Speer, rosa Blume, Schatzkatze, Seestern, Vogel, kleine Ratte, Metalldreieck, Kakteentopf und ein Juwelenornament. Ein Lotusblatt, das ist gut. Eine Brille, die Gießkanne. Die Gießkanne, wo bist du? Da. Ein kurzer Speer. Der hier? Nee. Ah, da. Eine rosa Blume. Eine Schatzkarte. Okay, da muss ich irgendwie was machen. Ach, ja. Da war ja was. Ein Seestern. Ein Vogel. Da. Eine kleine Ratte, ein Metalldreieck, ein Kakteentopf, da ist der Kaktus und da ist der Topf und ein Juwelenornament. Miniaturschuh. Hier sieht auch sehr schön aus. So, ich glaube, jetzt haben wir alle drei Miniaturen. Und einmal den Hut. Und da haben wir Gemäldefragment Nummer 3. Hat sich schon mal sehr schön. Moment mal. Ja, in der Apotheke. Rostige Schlüssel, scharfes Kapell, Trockenblume, Teeblätter, Blaubeeren, beschriebenes Memo, Ledergürtel, Kompass, kurzes Seil, Behälter, Chemikalien und Streichhölzer. Okay. Rostige Schlüssel. Na, wo sind die denn jetzt? Ich sehe sie momentan nicht. Tut mir leid. Ein scharfes Kapell. Da oben. Trockenblume. Teeblätter. Blaubeeren.
Ah, da sind die Schlüssel. Blaubeeren. Da oben. Beschriebenes Memo. Also, ich glaube Unterschrift, ne? Oder Code oder so was ähnliches ist das. Ein Ledergürtel. Der ist dort. Ein Kompass. Nein, das ist eine Uhr. Da ist der Kompass. Kurzes Seil. Behälter. Nee. Ah, da kommen die Chemikalien, glaube ich, rein. Genau, so war das. Ja, aber wo ist denn an sich jetzt der Behälter? Ne? Da? Ne. Keine Ahnung. Und Streichhölzer. Ja, wo ist denn der Behälter? Und Gemäldefragment Nummer 1. Jawohl. Bam! Da haben wir jetzt, glaube ich, alle drei.